Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses neue Sendeformat haben wir extra für Sie gegründet, damit Sie die Hintergründe einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen verstehen können. Der Infektionsdetektiv Rolf Jansen Rossek ist Arzt, Umwelt- und Tropenmediziner und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für Sie und uns diese Sendereien zu machen. Mit über 50 Jahren Erfahrung mit Infektionen dürfen Sie eine anspruchsvolle Sendung erwarten. Deshalb sei hier hingewiesen, dass diese Sendung eine wichtige Seite für Betroffene aufzeigt, sich aber besonders an das medizinische Fachpersonal zur Anregung weiterer Labordiagnostik richtet. Und nun übergeben wir das Wort an Rolf Jansen Rossek. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen in meinem Format. Infektionsdetektiv Rolf Jansen Rossek nimmt Krankheiten unter die Lupe. Heute ein schwieriges Thema. Epilepsie oder besser epileptische Anfälle. Mein Name ist Rolf Jansen Rossek, ich bin Arzt und habe gut 50 Jahre Erfahrung, habe mir zwei Themen herausgesucht, die mich besonders fasziniert haben und interessiert haben, die Tropenmedizin, auf die ich gleich noch eingehen werde und auf einen meiner Lehrer vor allen Dingen auch in diesem Zusammenhang und die Umweltmedizin. Beides Themen, wo man den Menschen, den potenziellen Patienten in seinem Umfeld betrachten muss, in seinem Biotop. Wo ist er mit konfrontiert? Was kann er aufnehmen? Von wem kann er gestochen werden? Mit wem hat er Kontakt? Also ganz, ganz wichtige Fragen, die uns weit, weit hinaus über den normalen Rahmen der Medizin oft bringen. Wir müssen oft in die Biologie und in die angrenzenden Bereiche der Wissenschaft, um überhaupt zu verstehen, was da genau abläuft, wie der Patient sich infiziert hat und wie seine Krankheit verläuft. Das Format soll Indizien hervorbringen, soll uns den Blick schärfen, weil wir als Ärzte ja ausgebildet sind, viel auswendig gelernt haben, wir sind wandelnde Lexika eigentlich, aber wir müssen das Wissen auch umsetzen können und wir müssen über den Tellerrand schauen, wir müssen eben halt manchmal den Blick schärfen, ich sage immer the other look und das ist nicht der regelmäßige Look, der einem an der Universität beigebracht wird, dafür muss man andere Aspekte eben betrachten, andere Fragen stellen und die Forensik. Das ist ganz wichtig, wenn man an Sherlock Holmes denkt, wir müssen ja Belege, Beweise eben halt haben und finden und manches wird auch zufällig eben halt nur aufgedeckt und dieses Indiz kann möglicherweise die Lösung dann sein. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich, nach einem Vortrag wurde ich angesprochen von einem Vater. Der Vortrag ging um chronische Infektionskrankheiten, die möglicherweise auch das Gehirn betreffen, die viele Symptome verursachen können von Depression, Aggression, Lernstörung, Müdigkeit, Brain Fog und andere Sachen, Themen, die wir teilweise auch hier noch ansprechen werden und detailliert auch noch ansprechen. Der Vater hatte nach meinem Vortrag den Verdacht, selber ist er drauf gekommen, interessanterweise, ob die epileptischen Anfälle sehr, sehr häufig in der Schule bei seinem Sohn, manchmal hatte er 40 bis 100 Anfälle in der Schule während des Unterrichts, was natürlich enorm störend war. Und nachdem eben viele, viele neurologische Einrichtungen aufgesucht worden waren, auch eben halt Krankenhäuser stationär besucht wurden oder viele Ärzte auch im ambulanten Bereich in Anspruch genommen waren, vieles ist untersucht worden, vieles gemacht und gesagt worden, hatte er nun selber den Eindruck, ob nicht doch noch Zusammenhänge existieren. Er war ein sehr neugierig, sehr kluger Mann, die möglicherweise doch mit dem, was ich vorgetragen im Zusammenhang stehen könnten. Er fragte also, Herr Jansen Rossek, kann es denn sein, dass mein Sohn irgendwelche Infektionen hat, die möglicherweise zu diesen epileptischen Anfällen führen oder möglicherweise, wenn nicht gleich kausal, die triggern können, also die da zur Auslösung führen können? Und er stand fragend und auch relativ hilflos vor mir und ich sagte, das kann durchaus sein. Und ich erinnerte mich auf jeden Fall an meine Ausbildung und an einen sehr berühmten Tropenmediziner, dessen Schüler ich war und sein durfte, über ein Bundesstipendium, was ich hatte, Ian Woodruff, Professor Dr. Ian Woodruff. Und der war damals eben halt der führende Diagnostiker und Tropenmediziner in London. Hospital for Tropical Diseases, Teil des St. Pancras Hospitals, wo ich meine Ausbildung eben gemacht habe. Und er hat im British Medical Journal 1966 einen Artikel genau in diesem Zusammenhang veröffentlicht, an den ich denken musste, als mich der Vater fragte. Und da ging es nämlich darum, ob eben möglicherweise Infektionen mit Würmern zum Beispiel, mit Parasiten, einen Zusammenhang darstellen können. Die hieß Infection with Animal Helminths as a Factor in Causing Poliomyelitis and Epilepsy.
Ja, steht sogar die Poliomyelitis, denn es ging damals in diesem Artikel um einen Jungen, der eben halt auch eine Poliomyelitis entwickelt hatte. Und die komplexen Zusammenhänge, die Woodruff damals erkannt hatte, war erstens mal, kann das Gehirn überhaupt von Würmern oder Wurmlarven erreicht werden? Die Sache konnte man relativ leicht beantworten. Da gab es schon genügend Publikationen, die er auch zitierte in dieser Arbeit, dass eben halt Larven von bestimmten Würmern, die wir Gewebshelminthen nennen, also Teile aus dem Zyklus des Wurmes, in diesem Falle die Larven, die wandern können, also viszerale Wanderung, nicht die Larva migrans, die wir ja kennen, zum Beispiel entweder von den Bakterien, die sich ausbreiten können unter der Haut bei der Borreliose-Infektion, sondern es gibt auch Würmer, die unter der Haut lang kriechen und dann erheblichen Juckreiz verursachen oder eben halt dann sichtbar werden unter der Haut. Es geht also hier um Wanderlarven, die man als Larva migrans visceralis bezeichnet, die also durch den Körper gehen. Und das Interessante ist, natürlich kommen die auch im Auge an. Und dann fällt es auf bei Toxocara, dem Hundespul- und Katzenspulwurm, den man sich holen kann, wenn man zum Beispiel im Sandkasten spielt, entweder mit den Enkeln oder als Enkel selbst, hat man da den Kontakt, weil eben da die Hinterlassenschaft von Katze und Hund dann da sind, wenn gegen die Vorschriften eben halt die Sandkästen nachts nicht abgedeckt werden. Da achten einige Bundesländer sehr streng darauf. Aber leider kann das in der Konsequenz nicht immer erfüllt werden. Und so finden die Hunde und Katzen immer wieder die Wege und die Exkremente dieser Tiere, die dann eben entsprechend die Eier unter die Larven enthalten, die sich dann aktiv in die Haut der Kinder bohren können und auch der Erwachsenen, was man gar nicht spürt übrigens, die können dann zur Infektion führen. Und die Larven, die können dann wandern. Und wenn die ins Auge wandern, dann sieht man das natürlich. Entweder tritt das Auge hervor oder es gibt direkte Schmerzen am Auge oder man kann sie manchmal auch sehen. Aber wenn die ins Gehirn oder in die Leber wandern oder in andere Organe, dann sieht man das eben nicht. Und weil die Organe so wesentlich größer sind, kommt es hier auch nicht zu diesen Auffälligkeiten. Die haben eben mehr Toleranz, da kann man das eben halt gar nicht feststellen. Feststellen kann man das nur, wenn man Spuren sucht, wie wir das machen, wenn man wieder Indizien in der Forensik, die ja der Detektiv braucht, eben halt erarbeitet. Und da gibt es eben zum Beispiel im Tropeninstitut in Hamburg, aber auch in Wien oder an anderer Stelle, gibt es eben Untersuchungen, mit denen man die Antikörper, also die Spuren, die diese Larven durch die Wanderung hinterlassen in unserem Immunsystem, diese Antikörper, die kann man nachweisen. Und so kann man also, wenn so ein Vater auf einen zukommt, zunächst mal den Verdacht äußern, ja, das wäre möglich. Ich kenne das aus der Literatur, sogar von meinem persönlichen Lehrer. Und wir haben diese Spuren dann verfolgt und siehe da, wir sind erstmal fündig geworden. Gewebshelminthen gibt es nicht so viele, meistens sind das Rundwürmer und da gibt es eben den Spulwurm. Ich sprach eben gerade vom Spulwurm des Hundes und auch der Katze, Toxocara canis und Cati. Aber wir haben ja selber auch einen humanen Spulwurm, Ascaris lumbricoides, und bei dem ist das auch so. Hier gibt es auch Wanderlarven und auch das kann sein. Und interessant war eben, dass bei dem Jungen, von dem ich gerade sprach, eben hier die Antikörper positiv waren. Erste Hinweise, dass möglicherweise eben halt hier auch eine Larve ins Gehirn gewandert sein kann, die eben dazu führt, dass man epileptische Anfälle bekommen kann. Denn jetzt kommen mehrere Faktoren hinzu. Erstens mal ist das für das Gehirn natürlich unangenehm und da, wo die Larve sich befindet, die bleibt meistens an einer bestimmten Stelle liegen, kommt es zu Störungen und möglicherweise immer wieder zu gewissen Impulsen, die eben halt als, wir nennen das evozierte Potenziale, das Gehirn zu einer Aktivität, nämlich zu Krampfleiden, zu epileptischen Anfällen führen können. Das wäre der eine Faktor. Das wäre rein mechanisch sozusagen. Das zweite, es gibt Veröffentlichungen von einem wunderbaren Biochemiker aus den Jahrzehner Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1910 bis 1915, Fleury hieß der, kann man mal nachlesen, der hat über die toxischen Phänomene gesprochen, die sich auf Würmern befinden, in diesem Fall auf dem Spulwurm, den hat er untersucht, unseren humanen Spulwurm, Ascaris lumbricoides. Und er hat sogar den Vergleich gewählt, den Schierlingsbecher, das ist ja ein Pilz eigentlich, der Schierling, der so giftig war, dass er Sokrates ja zum Tode gebracht hat. Und dieser Schierlingsbecher, wie gesagt, enthält eben halt das Schierlingsgift. Und er hat in seiner Publikation, ich glaube 1910, den Vergleich gezogen, dass eben halt die Gifte, die auf der Oberfläche des Ascaris lumbricoides, des Spulwurmes, des humanen Spulwurmes sich befinden, durchaus mit diesem Gift vergleichbar sind. Da wir aber wissen eben von Paracelsus, dass die Dosis das Gift macht, muss man den Menschen ja nicht gleich mit einem Wurm, oder manche haben ja auch mehrere, es gibt Kinder, die haben über 100 solche Würmer, kann man die nicht umbringen, aber besser fühlen die sich auch nicht.
Und wenn es wenige Würmer auch sind oder vielleicht auch nur die Larven, die auch so ähnlich wie beim Regenwurm über uns, wenn man die Spur vom Regenwurm auf dem Boden betrachtet, sieht man ja so einen silbrigen Film. Das ist genau der Belag oder die Flüssigkeit, der Abrieb sozusagen, der auf der Oberfläche des Wurmes sich befindet, in diesem Fall des Regenwurms. Und dieser Abrieb befindet sich bei uns eben im Körper. Und wenn die Larve im Gehirn ist, befindet sich der Abrieb im Gehirn. Dann ist das eine Provokation für das Immunsystem, was ja auch eine Rolle spielt bei der Auslösung von epileptischen Anfällen. Wir haben also das mechanische Auslösen, wir haben das immunologische Auslösen sozusagen und das toxische Auslösen. Das heißt, einerseits führt eben die Anwesenheit dieses Wurms zu einer Immunreaktion, und andererseits führt es zu einer Vergiftung. Und diese dauerhafte Vergiftung, denn der Wurm lebt ja noch, oder die Larve in diesem Falle, die hat ja noch eine gewisse Überlebenszeit an dieser Stelle, die kann sich nämlich auch von dem Umfeld ernähren, führt also jetzt zu dreifacher Provokation. Und das Entscheidende für uns, wir haben einen Indiz erstmal gesehen im Labor, Antikörper Ascaris sind da. Das heißt, dieser Junge muss Kontakt gehabt haben mit Spulwurmeiern. Die Larven haben sich dann aus seinen Eiern entwickelt, er hat sich auf jeden Fall infiziert. Die Larve kann wandern, die kann möglicherweise ins Gehirn wandern. Der Ascaris, der Adulte, der ist ja sehr groß, der wandert nicht ins Gehirn, der ist zwar sehr mobil, der kann aus dem Darm auch mal auswandern, mal in die Gallengänge gehen, mal in die Leber gehen und so weiter, kann auch hier hochkommen, ob Mund oder Nase, gibt es auch seltene Fälle beschrieben. Hier handelt es sich aber um ein Phänomen, was eben halt speziell eben die Larve betrifft. Was aber Professor Woodruff in seinem Artikel zusätzlich noch erwähnt hat, das ist eben halt der Zusammenhang zwischen einer Infektion des Darmes dieses Wurmes, in diesem Falle der Larve, die haben ja auch einen Darm, und in diesem Darm befinden sich bestimmte Erreger. Und eigentlich gehören ja diese Würmer, Ascaris, der Spulwurm, in unseren Darm. Und je nachdem, was in unserem Darm für Erreger drin sind, Sie wissen ja, oder ihr wisst ja, dass das Mikrobiom vielgestaltig ist und es können aber auch mal Erreger sein. In diesem Fall, was er nachgewiesen hat, war in dieser Larve, waren eben in der Pathologie, da ist dann zu Tode gekommen, der Patient, waren dann eben Polioerreger drin. Das wären also Viren, aber es werden auch viele Bakterien gefunden, die natürlich durch diesen Migration verschleppt werden. Das heißt, wenn sich die Larve selber infiziert und in ihrem Darm sich bestimmte pathologische Erreger befinden und sie wandert jetzt durch den Körper, dann verschleppt sie natürlich gleichzeitig auch diese Keime mit ins Gehirn. Das muss man auch berücksichtigen. Bedeutet also unter Umständen, dass da entweder Viren oder Bakterien noch sein können, die einen zusätzlichen Trigger bedeuten für die Auslösung einer Anfallssituation, die sich bei dem Jungen eben in der Schule dramatischerweise 40, 50, manchmal 60, 70 Mal wiederholte, was natürlich eine Katastrophe war. Er war sehr, sehr intelligent, aber er konnte natürlich die Performance nicht halten und er hat natürlich die Schulleistung dann eben halt zum großen Teil nicht gebracht, die er aufgrund seines Intellektes hätte bringen können. Und oft gab es eben halt auch zu Fehlzeiten oder musste den Unterricht einfach auch abbrechen. Mit einer großen Belastung der Lehrerschaft, natürlich auch der Mitschüler, die natürlich alle sehr empathisch waren, aber es und hat auch gute Freunde da, aber das führt natürlich auch zu einem gebrochenen Ablauf des Schulunterrichtes. So war der Vater also hoch motiviert und hat mich also mit dieser Motivation auch angesteckt. Wir haben uns der Sache angenommen. Erster Beleg, es gab Antikörper. Also ein Beweis dafür, dieser Junge muss Kontakt gehabt haben und der Wurm geht ja von selber nicht weg und die Wahrscheinlichkeit, dass er bei dieser Symptomatik im Gehirn ist, war auch sehr groß. Zusätzlich muss man überlegen, man kann jetzt nicht nur antiparasitisch vorgehen, sondern man muss unter Umständen auch daran denken, dass hier verschleppte Erreger mit im Gehirn sind, die zu einer Entzündung führen können, direkt lokal. Denn dieser Wurm lebt ja, wie ich gesagt habe, und aus dem Darm tritt ja wie bei uns auch regelmäßig immer etwas aus. Und dann kommt es immer wieder an der Stelle, wo diese Larve liegt, zur Kontamination, zur Entzündung, zur spezifischen Entzündung. In diesem Fall der Publikation war das eben Polio und das hat die Polio ausgelöst bei dem Verstorbenen dann. Und in den anderen Fällen sind es meistens aber eben Bakterien, die oft aus dem Darm eben verschleppt werden. Seien sie nun hochpathologisch oder seien sie unsere ganz normalen Darmbakterien. Aber wir wissen ja, beim Leaky Gut zum Beispiel kommen ja auch Bakterien oder andere Stoffe aus unserem Darm heraus, was gar nicht gesund ist. Der Darm muss ja verschlossen sein, der darf ja nicht porös sein, also Leaky Gut.
ist also in jedem Fall eine schlechte Voraussetzung für Gesundheit. Und hier sehen wir eben halt, dass es ist ein leaky worm, wenn man so will, aus dem Wurm kommt eben einiges raus. Das bedeutet aber, bei der Therapie muss man auch berücksichtigen, dass möglicherweise Bakteriosen, also Bakterienverschleppungen, oben im Gehirn sich befinden. Und wir haben dann eine kombinierte Therapie gemacht über längere Zeit und auch wiederholt, die eben antibakteriell und auch antiparasitisch war. Und siehe da, nach langer wiederholter Therapie haben wir den Erfolg gehabt. Der Patient hatte keine Anfälle mehr und hat dann brillantes Abitur inzwischen machen können, ungestört von den Einflüssen von Parasiten in seinem Gehirn auf unser oder sein Immunsystem und natürlich auch die toxische Kontamination. All das konnte über lange Sicht beseitigt werden. Wir haben natürlich auch entgiftend gearbeitet. Wir haben das Milieu gestärkt, wir haben das Immunsystem gestärkt. Das war ein komplexes Vorgehen. Was aber wichtig ist, wenn wir jemanden haben, wenn ihr persönlich betroffen seid oder wenn ihr als Therapeuten eben halt Patienten habt, müsst ihr bitte diese Aspekte mit berücksichtigen. Das heißt, wir müssen mal wieder über den Tellerrand schauen, wir müssen the other look wagen, wir müssen daran denken, dass das vielleicht nicht häufig ist, aber es reicht ja in diesem Falle ein Patient, ein Betroffener, dem man helfen kann, indem man auch diesen Aspekt berücksichtigt. Deshalb lege ich nochmal die Krankheiten unter die Lupe. Deshalb schaue ich mir das nochmal genau an. In diesem Fall war es gut, dass ich diesen Lehrer hatte und kannte natürlich, bevor ich nach London gegangen bin, seine Publikationen. Der hat dann natürlich auch darauf Wert gelegt, dass man das alles beherrscht. Und wie gesagt, schaut es nach, das ist die Veröffentlichung im British Medical Journal von 1966, wo es eben halt um diese Art von verschleppter Infektion des Gehirns gehen kann. Entweder ist es in diesem Falle die spezifische Poliomyelitis, die ausgelöst worden ist, oder bei uns war es unspezifisch eben epileptische Anfälle. Also, bleibt neugierig, fragt danach, gebt euch mit nicht zufrieden, gebt nie auf. Und wenn ihr interessante Anregungen habt, als mein intelligentes und aufmerksames Auditorium, dann gebt mir Anregungen, schreibt mir die Probleme auf, die ihr habt, schickt sie mir, abonniert meinen Newsletter. Und dann können wir uns wiedersehen in einer Woche zu einem spannenden neuen Thema, wenn es wieder heißt Rolf Janssen Rosser, Krankheitsdetektiv, nimmt Krankheiten unter die Lupe. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank an den Infektionsdetektiv und Arzt Rolf Janssen Rosser. Wenn Sie erweiterte Informationen zu diesem Thema suchen, dann besuchen Sie die Homepage www.rolfjanssenrosser.com. Hier finden Betroffene einerseits zahlreiche wertvolle weitere Informationen, andererseits aber können medizinische Fachkräfte sich vertieft mit diesem Bereich beschäftigen. Es ist uns wichtig, dass wir so wertvolles Wissen eines erfahrenen Arztes Ihnen vermitteln durften und hoffen, dass dieses Wissen nicht verloren geht, sondern durch Menschen wie Sie weitergetragen wird. Vielen Dank!